Die Katalognummer 8 betritt die Bühne des westfälischen Pferdestammbos zu Münsterhandorf. Das ist Rapunzel, eine fünfjährige westfälische Tochter des Real Grandios aus der Püppi vom Don Federico, Florestan 1 und Weltmeier. Mit erlesenem Pedigree kommt sie zu uns, diese Tochter des Real Grandios, die aus dem gleichen Mutterstamm kommt wie auch die gekörten Hengste Rosmarin vom Rohdiamant oder Belgado vom Best of Gold. Und etliche weitere M- und S-Dressur, erfolgreiche Springpferde genauso wie Dressurpferde, kommen aus dem Mutterstamm dieser Katalognummer 8, Rapunzel. Und Rapunzel, eine Stute, die mit viel Schick ausgestattet ist, eine Stute, die einen aktiven, recht schwingenden Trabablauf mitbringt und eine Stute, die sich gut zu arbeiten scheinen lässt oder sich gut arbeiten lässt, glaube ich, kann man so sagen, die jetzt im Augenblick noch so eine Idee verspannt ist. Aber das ist das Gute hier, wenn wir sie jetzt ein paar Minuten beobachten, werden wir sehen, dass der Reiter Marco immer mehr zum Treiben kommt und dadurch sie immer mehr in die Dehnung bringen kann. Die Rahmenerweiterung wird immer besser. Jawohl, sehr schön. Ich sagte es ja mehrfach schon, er ist in der Lage, wirklich in guter Weise seine Pferde im Schulter vorzuarbeiten. Das ist eine gute Möglichkeit, A, um das innere Hinterbein unter den Schwerpunkt zu kriegen und als Ergebnis davon dann die Nase mehr nach vorne zu schieben, den Hals in die optimale Dehnung hineinzubringen. Sehr schön. Diese Arbeit, jetzt auch das leichte Traben. Noch guckt sie gerade so ein bisschen, aber auch da müssen wir wieder sehen, dass wir sie gut in die Dehnung hineinbringen. Und wenn ich so einen Blick in das Pedigree werfe, dann sehen wir, dass da Rohdiamant drin ist, der ja sehr erfolgreich schon als junges Pferd war. Aber interessant ist es, nachdem er also Bundeschampion war, tat er sich sehr schwer, fliegende Galoppwechsel zu lernen. Aber am Ende des Tages ist er international auf Grand Prix-Niveau höchst erfolgreich gewesen mit Lisa Wilcox in der Zeit, die ihn damals ausgebildet hat, im damaligen Gestüt Vorwerk im Oldenburger Land. Und dieses Pferd erinnert mich so ein bisschen daran, weil der auch seine Schwächen hatte, aber am Ende durch Arbeit ein ganz, ganz tolles Pferd geworden ist. Und das würde ich bei dieser Stute auch sehen. Ich glaube, wenn die in dieser Weise, wie Marco und das hier vorführt, weitergearbeitet wird, dann wird derjenige, der sie kauft, ganz viel Freude haben, auf dieser Trabbasis sie weiter zu arbeiten. Jetzt gucken wir uns den Galopp mal an. Jawohl. Auch der ist sicher im Takt. Und auch hier wieder sehen, Marco, dass wir den einzelnen Galoppsprung, wenn möglich, eine Idee größer kriegen, kein Problem, umgesprungen. Das hängt so ein bisschen damit zusammen, dass hier noch so eine Idee in sich fest ist. Versuch mal, genau hier unten am Eingang auf dem Zirkel zu bleiben. So. Und schön so nach vorne weiter zu galoppieren. Super. Dass sie so in ihr mentales Gleichgewicht herankommt. Hineinkommt. Sehr gut. Ja, ruhig noch so eine halbe Minute. Nochmal. Jawohl. Sehr schön. Nicht solange sie so eine Idee in sich verspannt ist, wird sie noch nicht das Bewegungspotenzial zeigen, was sie wirklich hat. So. Gut, gut. Kannst du einmal sogar ein bisschen entlastender versuchen zu sitzen? Immer sehen, ob dann der Galopp noch eine Idee großzügiger wird, natürlicher wird. Macht nichts, kein Problem. Gleich nochmal links angaloppieren. Nicht? Überhaupt kein Problem. So, dann bleibt mal genauso. Jawohl. Gar nicht ihr so besonders viel helfen, dass sie selber ihr Gleichgewicht findet und dann auch dadurch kein Problem, überhaupt kein Problem. Die guckt hier vorne an der Kamera. Wunderbar. Und je mehr sie den inneren Schenkel durchlässt,
Ja, diese lange Seite ist schon ganz prächtig. Tipptopp. Tipptopp. So, und dann smooth transition into trot. Makes the horse is a little bit tense because of the camera here at one of these long sides. And therefore we can't see the potential of this horse, but this horse has much more potential than you are seeing today. Oh, but Marco is doing a great job doing this, what you should do with horses like her as well, doing a little bit of ask, a little bit for shoulder in, and then you see the horse now starts to relax more and more. The rider gets more and more influence in the saddle, and Marco, if you have a good feeling, then canter right. Yeah, lovely transition. Lovely. Very good. And the horse has a lovely potential for collection. Like that's a canter, which is really good to produce at the end of the day in a good way with large canter strides and absolutely clear in the three-beat rhythm. Now she starts to breathe and to relax more and more, and she gives us a good feedback. Nicht so eine Stute, die braucht einfach eine Idee mehr Zeit, bis sie sich mit der Situation angefreundet hat. Und ich finde es toll, dass wir uns diese Zeit hier nehmen können, um die Stute wirklich in optimaler Weise zu präsentieren. Nicht? Es gibt einige Pferde, die kommen in die Bahn rein und sind sofort 100% da. Andere sind erst so ein bisschen in sich verspannt, etwas verklemmt. Das müssen nicht die Schlechteren. Das sind oftmals sogar die besseren Pferde. Sehr schön. Guckt ihr, wie schön der Trabablauf jetzt ist. Wunderbar. Sehr schön durch den Körper. Sehr schönes Tragen des Schweifes. Vielleicht dann noch einmal die Hand wechseln. Wunderbar. Und dann, wenn du, Marco, ein gutes Gefühl hast, dann kannst du zum Schritt übergehen. Vorher schön nur den Zügel aus der Hand kauen lassen. So, dass sie mit einem wirklich guten Gefühl die Bahn verlässt. Das ist unheimlich wichtig generell und gerade bei Pferden, die so ein bisschen schüchtern sind am Anfang. Die muss Vertrauen haben. Da ist manchmal auch gut, wenn man noch ein zweites Pferd in der Bahn hat, wo sie so ein bisschen hinterher marschieren kann. Sehr schön. Da muss man nämlich aufpassen, dass man so ein Pferd, was ganz viel Potenzial mitbringt, nicht unter Wert verkauft. Sehr schön. Jawohl. Dahin. Gerade diese Pferde, die so ein bisschen kuckig sind, so eine natürliche Spannung vielleicht haben, das sind oft am Ende des Tages die dankbareren Pferde. Sehr schön. Ich glaube, die hat ganz, ganz viel Potenzial, diese Stute. I think, ladies and gentlemen, when this mare is totally relaxed and supple, you will have a wonderful horse with three good gaits. And the more the horse is familiar with the situation in which the horse is, the more fun you will have with her. Ja, Rapunzel ist eine 5-jährige Stute, die trotz ihres Alters eigentlich wenig geritten ist, da sie einen Fohlen hatte und deswegen so vom Ausbildungsstand her noch nicht ganz so weit ist, aber wirklich eigentlich jeden Tag gut dazulernt. Sie verfügt über einen sehr guten Charakter und wie gesagt, lässt sich eigentlich jeden Tag gut weiterarbeiten.